Zum Beispiel, wenn man einen Hüffelwagen baut. Naja, da haben wir im Prinzip genau diese Batterie drauf und so ein bisschen HiFi-Elektronik außenrum. Aber der ganze Kram hat irgendwie keine Sicherung. Jetzt stellt man sich mal vor, irgendwer kommt auf die Idee und so nicht ganz sauber isoliertes Kabel kommt hier auf die Kontakte drauf. Naja, das ist irgendwie nicht so optimal. Wer würde sowas machen, genau. Ja, ist immer so ein bisschen die Frage, wie man es gerade erwischt. Manchmal frittet es auch fest, dann glüht auch mal der ganze Draht oder der verbrennt vorne sofort, dann geht es leider nicht. Genau. Was man jetzt natürlich nicht machen sollte, wäre jetzt hier mehrere von diesen Drähten zu nehmen, weil wer in Physik aufgepasst hat, ein bisschen Kupfer hat wenig Widerstand, mehr Kupfer hat weniger Widerstand und so. Und wenn man das jetzt hier macht, dann werden halt auch die Funken größer. Und man sieht jetzt vor allen Dingen langsam, dass uns auch das, die Alufolie auseinanderfällt, die hier so als Effektverstärker drin ist. Ja, das vielleicht kurz dazu. Man kann sich das hier nachher mal angucken, das sieht, glaube ich, ganz nett aus. Kann man das vielleicht als Kunst verkaufen? Ich weiß es nicht. Ja, gut, jetzt sitze ich einmal hier vorne, jetzt kann ich das von hier erzählen, dann kann ich euch angucken. Auch nicht schlecht. Vielleicht mal die nächste Folie. Was habe ich jetzt gerade gemacht? Ich habe jetzt gerade im Prinzip Kurzschlüsse gebaut. Und zwar direkt über der Batterie. Und ich gehe jetzt mal davon aus, wir haben hier so eine, naja, es ist keine Autobatterie, das ist, weiß ich nicht, ich vermute mal, dass die eigentlich auch eher so für Stand-by-Betrieb von irgendwas gedacht ist. Also keine Batterie für hohe Ströme, sondern eher eine Batterie für lange Standzeiten. Aber ich denke, mit 50 Milliohm, 0,05 Ohm Innenwiderstand sind wir in der Quelle ganz gut bedient. Jetzt habe ich hier natürlich den Kontakt in meiner professionellen Art und Weise einfach nur dran getüttelt und das ist auf dieser Seite auch nicht besser. Ich sag mal, da habe ich jetzt 0,1 Ohm Übergangswiderstand reindesignt in das ganze System. 13 Volt, die Batterie ist voll. Das heißt, ich habe so einen Britzstrom, der liegt jetzt mal in der Berechnung irgendwie bei 86 Ampere. 86 Ampere mal 13 Volt, mal so grob überschlagen, sind wir irgendwo bei 800 Watt, sogar noch drüber. Mal so als Idee. Jetzt nehmen wir mal den Übergangswiderstand raus und wir sagen, wir haben hier saubere Kontakte und irgendjemand kommt auf die Idee, hier einen Schraubenschlüssel draufzulegen. Dann sind wir da bei 260 Ampere an 13 Volt. Naja, sind dann irgendwie 2,63 kW. Und bei 3,4 Heizleistung in einem Stückchen Stahl kann man sich vorstellen, wie schnell der Kunststoff hier in der Mitte sagt, ich bin nicht mehr da. Das ist durchaus eine doofe Idee. Gibt übrigens auch Autos, bei denen kann man das machen, wenn man die Batterie löst. Da sollte man aufpassen. Bei deutschen Modellen sollte das aber nicht der Fall sein mit europäischen Batterien. Ja, daher vielleicht kurz nächste Folie. möchte ich euch ein bisschen was über Sicherungen erzählen. Es ist eigentlich immer eine gute Idee, eine Sicherung mit drin zu haben in der ganzen Sache. Schön, damit die Slide schon nicht abbricht. Was? Soll ich den Feuerlöscher aus dem Weg nehmen? Vielleicht geht es dann besser. Neben Tools, Slideshow. Ja, Start from first slide. Doch, kann das sein, dass die noch läuft? Da unten ist noch ein anderes LibreOffice-Fenster neu. Ja. Genau. Deswegen möchte ich euch ein bisschen was über erzählen, über Schmelzsicherung und was man bei der Auslegung vielleicht beachten sollte und über rückstellbare Sicherungen, die man so aus dem Alltag kennt. Ja, vielleicht gerade mal die nächste Folie. Jetzt mal so aus der Praxis gesprochen. Ich designe ja ab und zu auch mal elektrische Geräte. Das heißt, in der Regel ist das bei mir die Laborgerätenorm, die mir die elektrischen Sicherheitsanforderungen vorgibt für die ganze Sache. Das ist jetzt die DIN EN 61010 für elektrische Messsteuer, Regel- und Laborgeräte. Die definiert unter anderem auch, naja, Dinge für die Verhinderung von Ausbreitung von Feuer außerhalb des Gerätes. Innerhalb ist okay. Innerhalb ist okay unter Umständen. Und die Norm schlägt einem dann drei Wege vor, wie man das machen kann. Die eine Variante ist, man schließt das Feuer einfach ein. Das heißt, man macht die Löcher so klein und macht dann ein Stahlgehäuse drumherum, dass das Feuer nur innerhalb einer gewissen Zeit rauskommen kann. Das ist so der Weg, wo man wirklich viel Leistung braucht. Dann kommt man da gar nicht drumherum, das zu machen. Der andere, der aufwendige Weg ist, man weiß für jeden einzelnen Stromkreis nach, dass da im Prinzip nichts Schlimmes passieren kann. Die Norm gibt da auch einen Flowchart für an, wie man das machen soll, was dafür zu tun ist. Aber im Großen und Ganzen ist das schon aufwendig, das versucht man auch zu vermeiden. Also entweder man schließt das Feuer halt ein oder man sorgt einfach dafür, dass in jedem Stromkreis, wenn ein Strom von 10 Ampere fließt, der in 120 Sekunden sicher abgeschaltet wird. Das läuft da unter dem Begriff Leistungsbegrenzung. Das Ganze jetzt für Spannung kleiner 60 Volt bei DC und ich glaube kleiner 50 Volt bei AC. Also im Prinzip, wenn man ein Gerät hierfür baut und das fällt so irgendwie in die Laborgeräteklasse, ist das so in etwa das, was man haben möchte.
Ja, dann nächste Folie, würde man halt sagen, dafür gibt es Sicherungen. Suchen wir uns doch mal eine raus. ja, nächste Folie, genau, 10 Ampere Sicherung. Also Fanell auf, Sicherung 10 Ampere, Weihnachtsleiden, stellt man fest, Mensch, die gibt es und die kosten, irgendwie 24 Cent. kosten irgendwie 24 Cent. Also, echt nicht schlecht. Flink. Naja, wir wollen ja auch schneller auslösen, soll ja auch nichts kaputt gehen und soll vor allen Dingen nicht brennen. Wir haben 120 Sekunden Zeit. Ja, wir haben 120 Sekunden Zeit, genau. Also, machen wir doch mal das Datenblatt von der Sicherung auf der nächsten Slide auf und gucken dann mal 8 bis 10 Ampere. Bei 10 Ampere haben wir also einfachen Nennstrom IN. Oh, da löst die irgendwie gar nicht aus, sondern erst beim 1,5-fachen Nennstrom nach 30 Minuten. Nächste Folie bitte. Das ist irgendwie nicht das, was wir haben wollten. Ja, genau. Und eigentlich wollte ich das noch ein bisschen länger wirken lassen, aber das ist okay. Was heißt denn Nennstrom bei einer Sicherung? Ist das der Strom, der da heile durchkommen soll, oder ist das der Strom, bei dem das Ding dann Patsch machen soll? Das ist der Strom, bei dem man davon ausgeht, dass er Patsch macht, aber bei dem die Sicherung irgendwann auch mal Patsch machen sollte. Nennstrom ist das, was draufsteht. Ja? Genau, aber das Problem beim Nennstrom ist ganz einfach, die Sicherung muss beim Nennstrom auch bei 70 oder 80 Grad noch standhalten. Und da diese Art von Schmelzsicherung thermisch auslösen, passiert bei 24 Grad oder 10 Grad Umgebungstemperatur einfach erstmal lange Zeit gar nichts. Das heißt, beim Nennstrom habe ich eine unheimlich lange Verzögerung. Das heißt, wenn ich eine Sicherung haben will, die bei 10 Ampere sicher auslöst, wir kurz auf dem nächsten Slide schauen, da geben die uns möglicherweise so Kennlinien an. Und hier gibt es jetzt irgendwie, naja, eine durchgezogene Linie für Sicherung kleiner 4 Ampere, gucken wir jetzt mal. Oder, ja doch, kleiner 4 Ampere ist gut. Nehmen wir mal an, wir nehmen eine 4 Ampere Sicherung, Vielfaches des Nennstroms, ist dann irgendwie hier so 1,2 oder sowas hier vorne. Und dann treffen wir da oben so die rote Linie im Worst Case und das sind 120 Sekunden. Also eine 4 Ampere Sicherung kann man da nehmen. Das heißt, wir möchten mit 10 Ampere absichern, weil die Norm das fordert nach 120 Sekunden, brauchen aber eine 4 Ampere Sicherung. Ja, das ist, muss man halt wissen. Also 10 Ampere Sicherung heißt nicht, dass bei 10 Ampere die Sicherung raus ist unter Umständen, sondern man muss sich auch immer mal gucken, wann lösen die eigentlich aus. Und das waren jetzt noch flinke Sicherungen. Wenn man jetzt nochmal eine träge Sicherung nimmt, also zum Beispiel diese Steck-Kfz-Sicherung, die man so im Auto hat, naja, die würden wahrscheinlich bei 1,5-fachem Nennstrom bei Raumtemperatur einfach nie auslösen, weil denen das einfach egal ist. Warum sind da zwei Kurven für jede? Das ist Minimum-Maximum, ja. Also wenn du halt sagst, du gehst davon aus, du hast eine Sicherung mit zweifachem Nennstrom, kann es sein, dass sie den dann 0,1 Sekunde auslöst. Okay. Hm. Oder, oh wait, die Kurve schneidet das ja gar nicht. muss man halt mit Bedacht auswählen, was man da wirklich nimmt. Nichtsdestotrotz, gerade wenn man hier sagt, man will hier sowas bauen, ist halt doch die bessere Idee, da eine Sicherung vorzusehen. Auch für solche Sachen wie den Kühlwagen. Und zwar möglichst nah direkt am Sicherungspol. Ja, gut, vielleicht mal nächste Folie, ich weiß gar nicht, was will ich noch erzählen. Genau, hier nochmal die Übersicht. Jetzt mal eine etwas andere Art von Tabelle und hier steht jetzt auch der einfache Nennstrom drin. Oder? Millivolt? Nein, das ist der Spannungsabfall bei einfachem Nennstrom. Also da ist Auslösen nicht vorgesehen bei diesem Sicherungstyp. 4 Ampere Sicherung. Millivolt-Verlust, was wollte ich denn zeigen? Was sieht man denn überhaupt in der Tabelle? Ich sehe nur Zahlen. Ja. Ist, glaube ich, die falsche Tabelle. Die wollte ich gar nicht haben. Okay, vergessen wir das. Machen wir weiter. Ich wollte noch ein bisschen was über Leitungsschutz erzählen, also rückstellbare Sicherungen. Das ist das, was hier in der Hausverteilung typischerweise im Sicherungskasten drin ist. Das, was man so langläufig als Automaten bezeichnet. Und das ist irgendwie die VDE 0100 430, definiert halt Leitungsschutzschalter. Was muss man da haben? In der Hausinstallation hat man das in der Regel vorgegeben, Leitungsstrang. Das heißt, da vorne ist der Sicherungskasten, dahinter geht die Leitung los. Irgendwie 10 oder 16 Ampere Typ B ist so das Klassische, was man hat. 10 oder 16 Ampere ist halt das, was man für die Geräte braucht. Und Typ B ist die Auslösecharakteristik. Das sieht man auf der nächsten Folie. Genau, hier ist nochmal so ein Automat, oder genau genommen zwei. Mit der Auslösecharakteristik kann man so ein bisschen angeben, wann die bei einem hohen Strom kommt. Das heißt, für unser Schweißgerät würden wir lieber eine Typ D-Sicherung haben wollen als eine Typ B, weil wir dann kurzzeitig einen hohen Strom zulassen können, ohne dass die Sicherung sofort auslöst. Was man in diesem Diagramm auch schön sieht, ist, im oberen Teil haben wir so ein geschwungenes Verhalten.
Das ist der thermische Auslösemechanismus einer Sicherung. Das heißt, die Sicherung löst dann aus, weil sie erwärmt wird, aufgrund des Stromes. Das ist ein relativ langsamer Prozess. Sieht man hier, das ist so im Bereich von, naja, 10 Sekunden aufwärts. Und auch hier sieht man, wenn ich so einen Automaten mit seinem 1,5-fachen Nennstrom belaste, diese Linie, und wir peilen das mal hoch, kann es durchaus sein, dass 16 Minuten dauert, bis das Ding einfach mal auslöst. Okay. Andersrum belaste ich ihn mit seinem 5-fachen Nennstrom, habe ich ihn ziemlich sicher innerhalb von 0,01 Sekunde, 10 Millisekunden ausgeschaltet. Das ist der zweite Auslösemechanismus, wenn der Strom nämlich zu groß wird, da ist ein magnetischer Kreis mit drin, das heißt, ich habe eine kleine Spule, die wird von diesem hohen Strom durchflossen, und diese Spule wirkt gegen den Magneten, also es ist ein vorgespannter Magnetkreis, spricht man davon. Die Spule hebt den Magneten aufgrund des Stromes, und dann fällt der Haltemechanismus auch einfach ab. Und das Thermische passiert über ein Bimetall im Wesentlichen. Genau. Gibt jetzt auch noch andere Typen, wenn man Maschinen betreiben möchte oder Steuerstromkreise für irgendwelche Klingelanlagen. Aber für die Hausinstallation ist das, was man wissen sollte. Vielleicht noch kurz die nächste Folie. Was da jetzt natürlich noch ganz spannend ist, bei der Umgrundteil hatte ich erzählt. Genau, thermisch für kleine Überströme, magnetisch, wenn es mal richtig rumst. Was heißt richtig rumsen, ist da mal so die ganz spannende Frage. Nehmen wir mal so in die Spezifikation. Einschaltströme, ja, also richtig rumsen wäre ein Kurzschluss für mich. Also wenn ich jetzt eine offene Leitung nehme und ich halte die aufeinander ganz platt oder ich kneife dann mit dem Seitenschneider durch, dann fordert die Norm für einen typischen Hausinstallationsautomaten, dass der bei 6000 Ampere noch sicher abschaltet. Das heißt, da sind wir noch irgendwie hier 10-fache, 20-fache Offscale von dem, was ich hier an Kurzschlüssen gerade gefrittet habe. Dann kann man sich vorstellen, wenn ich jetzt hier diesen vollen Draht hier auf diesen Pol halte, dann brennt das einfach fest aufgrund der Leistung, das schweißt. Und der Automat muss es halt bei den Strömen noch schaffen, auch wenn da ein Lichtbogen geschlagen wird, dass die beiden Pole noch auseinander gehen und nicht doch aufeinander brennen. Und das nicht nur bei einem Kurzschluss, sondern über Lebensdauer. Das heißt, da ist auch durchaus eine gewisse Anforderung an die Mechanik und an die Kontakte, die man da verwendet. Ja, ich glaube, ich habe noch eine Folie, weiß ich nicht. Guck mal. Genau. Was ist, wenn man mal eine längere Leitung hat? Die Norm fordert da noch zwei Sachen, an die man denken sollte. Das eine ist, man hat über so Leitungen Spannungsabfälle. Muss man immer dran denken, diesen fachgerecht zu entsorgen. Das ist Sondermüll. Das andere... das andere ist halt, man muss auch beim Kurzschluss noch sicher abschalten können, weil es bringt mir ja nichts, wenn ich eine lange Leitung habe. Ich mache am Ende einen Kurzschluss und die Leitung sagt, ja, ich brate mir jetzt hier einen vor mich hin, weil ich den Kurzschlussstrom halt gar nicht sinnvoll erreiche. Ich habe mal ein bisschen nachgeguckt. ABB hat da so ein wunderschönes Datum dazu, was man bei welchen Leitungsquerschnitten so an Längen und an Längen verwenden darf. Also für einen Spannungsabfall ist man bei 34 Meter am Ende bei 1,5 Quadrat, für Kurzschlüsse bei 82 Meter. Also Kurzschluss ist das kleinere Problem, man muss sich eher um Spannungsabfall Sorgen machen. Und Spannungsabfall ist, sagen wir mal, hier im Space-Betrieb gesehen, wenn ich mal so gucke, was hier so an Netzgeräten in den ganzen Steckdosen steckt, auch nicht mehr so tragisch, denn unsere ganzen Schaltnetze gleichen das einfach aus, wenn wir Spannungsabfall auf der Leitung haben. Heizt dann schön mit in der Leitung. Ja, genau, es heizt halt in der Leitung mit, weil der Strom hochgeht. Aber den darf man ja ein bisschen was zumuten, und wenn es zu viel wird, dann muss der Leitungsschutz ja wieder zuschlagen. Das kann man sich natürlich mal überlegen. 34 Meter, wir haben da vorne einen Sicherungskasten, die Werkstatt hat irgendwie 9 Meter Wandlänge. Hier rum, da rum, da rum, da vorne die letzte Steckdose, dürfte so in der Größenordnung sein. War das eine gute Idee, das zu machen? Ist kein Problem, ist 2,5 Quadrat, und da sind wir dann nochmal irgendwie einen Faktor 2 drüber. Also hier im Space haben wir es richtig gemacht, also alles kein Problem. Ja, dann ich vielleicht noch. Ich gerade, ich habe ein ziemlich langes Rasenmäherkabel. Mhm. Und das stöpsel ich natürlich in der Garage in die Steckdose. Aber da ist keine Sicherung, sondern die Sicherung ist natürlich im Verteilerkasten im Haus. Und vom Haus bis zur Garage sind ja auch nochmal ein paar Dutzend Meter verlegt. Ja. Das heißt, das wäre ganz zweckmäßig, wenn ich die Garagen. Steckdose nochmal extra absichere. Du müsstest sie direkt vor Ort absichern. Und die andere Sache ist, wenn du so ein uraltes Kabel in Anführungszeichen hast, was du in so eine Steckdose steckst, da sind die ganzen Kontakte oxidiert. Das heißt, wenn hast du nicht okay. Der Stecker ist gerade neu. Ah. Passiert schon mal im Rasenmäher. Ja. Wobei du dann wahrscheinlich auch fest. Nein, es war nicht durchgemäht. Ja. Zumindest nicht von mir. Wobei man dann meistens auch feststellt, es löst trotzdem noch aus, das ist kein Problem.
Was einem da halt auch passieren kann, wenn die Kontakte sehr oxidiert sind und man nicht mehr so richtig Strom durchkriegt, dass man dann auch die Ströme nicht hinbekommt. Und normalerweise, wenn der Rasenmäher schafft anzulaufen, dann haben sich die Kontakte schon frei gebraten, muss man fies zu sagen. Habe ich ja schon gesehen, den Stecker. Ja. Man sieht das teilweise bei Notebook-Netzteilen, das ist vielleicht mal ganz interessant darauf zu achten, wo wir gerade bei Steckern sind, die oxidieren. Die Notebook-Netzteile haben riesige Kapazitäten am Eingang. Und wenn man die in so eine Steckdose steckt, sieht man es manchmal funken. Wenn man so ein Netzteil hat, was das zuverlässig bei jedem Mal macht oder bei jedem zweiten Mal, wenn man es reinsteckt, achtet mal vorne auf die Spitze der Anschlüsse, da ist meistens Material abgetragen. Das tut er nicht. Sieht gut aus. Ja, sieht zumindest nach benutzt aus, genau. Ja, also auch in der Hausinstallation würde ich Sicherung empfehlen, weil so ein typisches Netz, was auf der anderen Seite von der Steckdose typischerweise steckt, das hat halt schon ordentlich Wumms. Und da können wir die Rechnung vom Anfang nochmal aufmachen. So eine Leitung hat halt 0, irgendwas um. Nee, würde ich jetzt nicht zurückspringen. Wenn er die ganzen Gips geladen hat, das dauert immer so lange. Kannst du mal auf die nächste Folie wechseln? Genau. Das Gift war noch über. Ich wusste nicht, wohin damit. Und ich habe mir gedacht, ich packe es einfach mal ans Ende. Ja, ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Und wenn noch Fragen sind, legen wir los. Ansonsten braten kann ihn nachher auch jeder nochmal, der Lust hat. Wir müssen nur den Akku danach mal wieder laden. Brauchst du aber keine mehr Hausinstallation mit 1,5 Quadrat, oder? Und sowas hat man manchmal. Ja, das ist gar nicht so unüblich. Also wenn du eine Zuleitung zu einem Raum machen willst und du sagst halt, gut, ich muss von meinem Keller hoch bis irgendwo in die obere Etage, legst du bis dahin 2,5 Quadrat, um halt in unserem Strich gesehen mit dem Innenwiderstand klein zu bleiben und legst dann in der Schleife im Raum selber 1,5 Quadrat, was billiger ist. Ist gar nicht so unüblich. Ja, gut. Der Rechner scheint ganz schön Mühe zu haben, das GIF abzuspielen. Das sag ich dir. Das GIF hat auch irgendwie 30 MB.